Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat. Heute will ich euch einen echt kleinen und kompakten Smartphone-Ständer vorstellen. Und nein, das ist nicht hier das blaue Teil, den habe ich nur mal so als Beispiel. Ne, so kennt man ja auch irgendwelche Ständer, so ganz günstige. Der hier hat wirklich, glaube ich, nur 2 Euro gekostet, aber funktioniert. Ne, ich kann hier mein iPhone zum Beispiel reinstellen und mir schön irgendwie eine Serie anschauen. Aber ich bekomme das Ding natürlich jetzt nicht so gut irgendwie in die Tasche, denn das ist relativ groß. Ja, und deswegen habe ich hier einen kleinen Smartphone-Ständer, den man bestens mitnehmen kann. Und nein, das ist nicht das Lederteil, das ist meine Geldbörse, sondern das steckt hier drin und zwar hier. Ja, das kleine schwarze Ding hier, genauso groß wie eine normale Scheckkarte. Und das ist der Smartphone-Ständer, den man wirklich immer dabei haben kann. Ja, also ein bisschen Plastikgefummel einfach nur, aber ich zeige euch gerne, wie es funktioniert. Jetzt muss ich nur kurz einmal hier schauen, wie ich denn was, wie ich das drehe, das habe ich immer noch nicht so ganz raus. Also, es geht ganz einfach, man muss es einmal auseinanderfalten, dafür einmal das Ganze hier drehen, dann kann das hier so einrasten, dann klappen wir hier die Seiten einmal hoch und hier nochmal hoch und schon ist das Ding eigentlich einsatzbereit. Und dann kann ich hier zum Beispiel mal mein kleines iPhone da reinstellen, zack, fertig. Steht. Und schon kann ich mir das anschauen. Jetzt sagt der ein oder andere, ja, ganz nett, aber ich kann ja den Winkel hier gar nicht verändern. Doch, den kann ich verändern. Ich kann nämlich hier selbst den Winkel einstellen, flacher oder niedriger. Also ihr seht, das funktioniert, denn hier diese Dinger, die sitzen hier in solchen Schienen drin, also die runden, ne, und können hier so ein bisschen hin und her gleiten. Also das ist eigentlich schon die ganze Magie, aber das geht nicht nur hier mit so einem alten iPhone, sondern auch hier mit meinem dicken, fetten iPhone 12 Pro Max. Zack, sitzt, noch ein bisschen hier verändern, so, dass der Winkel passt. Und schon kann ich auch hiermit dann mobil mir was schön anschauen und muss das iPhone dann nicht festhalten oder das Smartphone, sondern kann es dann irgendwo hinstellen, im Zug, auf den Tisch oder in die Mittagspause bei der Arbeit. Wunderbare Sache, fand ich echt cool. Und vor allem das Ding ist super billig, super günstig. Es ist zwar auch irgendwie billig, aber auch besonders günstig. Wenn man es nicht mehr braucht, einfach nochmal die Seiten runterklappen, einmal drehen und dann nochmal schauen. Hier muss man eventuell immer nachjustieren, damit das hier wieder gerade ist und dann kann man es wieder zum Beispiel hier in die Brieftasche reinpacken, zack, zu, stört nicht und ist bereit für den nächsten Einsatz. Ich finde, das ist eine coole Sache und vor allem sehr, sehr unkompliziert und so klein, so klein. Ich habe mir gleich 2 von denen bestellt, hier ist noch eins fertig eingepackt, also praktische Sache und ich war davon, ehrlich gesagt, für den günstigen Preis, ich weiß gar nicht mehr, ich blende es euch ein und ihr findet den Link auch hier unten in der Videobeschreibung. Ich habe es bei AliExpress gekauft, aber die Dinger gibt es auch bei Amazon, habe ich gesehen und ja, so günstig und dafür echt simpel. Einfach und praktisch. Deswegen wollte ich euch das kurz noch mal zeigen. Ich werde hier leider nicht für bezahlt. Das ist also meine eigene, nee, so rum muss ich es klappen, meine eigene Meinung, ganz unbezahlt. Der Hersteller kann mir gerne Geld überweisen, wenn er möchte, aber wie gesagt, ich habe hier nichts für bekommen, sondern finde das einfach nur äußerst clever und praktisch, das Ganze. So, das wäre es gewesen. Wer Interesse hat, Links in der Videobeschreibung und ich sage dann schon mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Mi Apple Cat. Macht's gut. Na, zoom ran. Ja.